Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Das große Promi-Büßen. Begib dich zu deiner Runde der Schande. Daniel. Daniel, danke schön. Der Kopf rattert. Also ist jetzt nicht so, wie wenn das, seitdem ich es weiß, an mir spurlos vorbeigegangen ist. Viel Spaß, Daniel. Ja, schauen wir, ob es ein Spaß wird. Der Daniel hat da schon mal irgendwie beschissen beim Sport, ne? Bei seinem Tennisspiel, ne? Daniel ist auf jeden Fall ein Pulverfass. Da könnte es auch eventuell eskalieren. Ich kann ihn nicht einschätzen, den Daniel. Ich glaube, die Olivia hat sicher den einen oder anderen Joker im Ärmel. Und ich hoffe, dass sie ihn nicht ausspielt. Hallöchen, meine lebende Ballmaschine. Alles Hallo. Klar? Ja, alles bestens. Schau mal, wie lange noch. Ich bin hier nicht die einzige Person, die zwei unterschiedliche Seiten hat. Wir wissen auch, dass du so eine Art Doppelleben führst oder geführt hast. Du konntest pöbeln, provozieren, explodieren. Daniel, atme noch mal durch. Jetzt sehen wir deine Schattenseiten. Ich glaube, der Daniel, da hältst du kurz Feuer dran und dann. Das hat eigentlich mit Sport nichts zu tun. Sein Verhalten war komplett fehl am Platz. Wusstest du, dass das eigentlich im Grunde genommen nichts mit Sportlichkeit oder Fairplay zu tun hat? Na, es war mir eigentlich wurscht. Für mich hat immer nicht der Sieg zählt. Diese ganzen Techniken, ich nenne es jetzt mal psychologische Kriegsführung, ja. Bringt man sich das selber bei? Naja, ich habe das damals vom Trainer antrainiert bekommen. Was sind das für Techniken? Ja, der war halt nur auf das aus, dass ich halt provoziere, den Gegner störe, ihm die Faust zeige und solche Sachen. Und mein Problem war, dass ich halt das einfach selbst nicht mehr wegbekommen habe. Es ist ja irgendwie auch Siegen um jeden Preis. Du hast dafür trainiert, du hast dafür gelebt. Und bei all dem, was du da reingesteckt hast, das waren quasi nicht deine Siege, sondern ausgerechnet diese Schlagzeilen hier, die dir am meisten Aufmerksamkeit gebracht haben. Daniel, diese Geschichte hängt dir nach. Und dieser Vorwurf, dass dir alle Mittel für einen Sieg recht sind, der verfolgt dich ja weiter. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wir sind hier bei das große Promi-Büßen. Was tut dir wirklich leid? Wofür möchtest du dich entschuldigen? Für das, dass ich teilweise meine Eltern halt mit Schlagzeilen blamiert habe. Wenn halt mir was nicht passt, dann habe ich mir halt auch einfach
verbal einfach daneben gegriffen. Und das sind halt die Sachen, die was mir heute extrem wehtun und auch leidtun. Und für die ich mich auch wirklich zutiefst schäme. Also wir haben jetzt gehört, Daniel, welche Auswirkungen das alles auf dich hatte. Welche Auswirkungen hatte diese Geschichte auf deine Tochter? Zum Glück keine. Die Kleine ist 2 Wochen nach meiner Sperre auf die Welt gekommen. Ja, und sie war halt, das sage ich auch und das weiß auch meine Familie, mein absoluter Lebensretter. Deine Tochter hat dein Leben gerettet? Mhm. Was heißt das? Ich meine, 2 Jahre vorher zum Beispiel ist meine Mama gestorben. Dann ist die Sperre gekommen. Ja, sie hat mich einfach vor dem bewahrt, dass ich halt nicht zu meiner Mama gehe. Was heißt das? Ja, dass ich mich selbst halt auf die Seite schicke. Also man kann sich das nicht vorstellen, was ich damals wirklich durchgemacht habe. Du wolltest dich umbringen. Und dann kam deine Tochter. Zum Glück, ja. Ich glaube ihm das. Meine Tochter ist für mich ein extremer Rückhalt, genauso wie meine Freundin auch. Ja, also ohne den beiden bin ich nicht mal die Hälfte wert. Ich bin sehr stolz, dass sie meine Tochter ist. Die Öffentlichkeit kennt mich nur vom Tennisplatz. Und da war ich, das sage ich auch von mir selber sicher, das größte Arschloch auf der Welt. Ist es das richtige Bild, was die Öffentlichkeit von dir hat? Am Tennisplatz ja. Und als Mensch? Nein. Kann das sein, dass du unter riesigem Druck stehst? Ja, extrem. Ich hab mir nicht gedacht, dass man das nach 10 Jahren doch noch so weh tut, dass man das halt einfach genommen worden ist. Deine Tochter, Daniel, war der Wendepunkt in deinem Leben. Ja. Und dies hier, das große Promi-Büßen, das ist eine weitere Chance auf einen weiteren Wendepunkt in deinem Leben. Du bist hier, weil du hier wirklich die Chance hast, das Ruder noch mal rumzureißen. Ja. Dein größter Gegner, Daniel, das bist du. Ich weiß so. Du hast deine Dämonen und die hast du schon seit deiner Kindheit gefüttert mit Ehrgeiz, Egoismus, Zorn. Dieser unbändige Wunsch zu siegen. Hier beim Promi-Büßen musst du vor allen Dingen eines, und das ist ganz wichtig, verlieren lernen, auch wenn das schwer ist. Damit wirst du bei uns zum Gewinner. Mach uns stolz, aber vor allen Dingen deine Tochter. Ich werde es probieren, ja. Daniel, du weißt ja, dass das große Promi-Büßen seinen Namen nicht umsonst hat. Es gibt natürlich eine symbolische Buße. Bei dir wird es darum gehen, deine Teamfähigkeit mal richtig und deinen Gemeinsinn mal richtig unter Beweis zu stellen. Okay. Du hast die Aufgabe, das Team zu bekochen. Und im Anschluss, was macht man da? Abwaschen. Richtig. Okay. Werde ich machen. Gute Nacht, mein Hase. Danke. Ciao. Schlaf schön. Ja, heute wird gekocht für uns. Olivia, komm her. Dann musst du mir euren Arm nehmen. Ich hab mich gefreut. Toll, ja. Alles gut. Deine Vaterliebe zu sehen ist wirklich beeindruckend. Toll. Daniel hat sich getraut, den sensiblen Kern hinter seiner harten Schale zu offenbaren. Das erfordert viel Mut zur Verletzlichkeit und ist hoffentlich ein Vorbild für viele, viele andere. Ich glaube tatsächlich, dass das öffentlich heute das erste Mal war, dass ich über das gesprochen habe, dass ich selbst mal Gedanken gehabt habe.
Und für das bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar. Als Daniel das erzählt hat, das hat mich echt berührt. Und ich habe ihn auch verstanden. Alles gut. Endlich habe ich es hinter mir. Ich glaube es, ja. Du bist ein guter Mensch. Danke. Danke. Ganz ehrlich, als wir hier erst mal gekommen sind, habe ich ihm auch heute gesagt, direkt in den Augen, ich dachte, das ist ein kleiner Psychomann. Aber ich habe ihn kennengelernt und er hat negative Sachen, aber auch gute Sachen. Und er hat das, was ich an Menschen schätze. Und ich denke, dass Daniel ein sehr loyaler Mensch ist.